Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Timmele back from Japan. Wollte einfach mal ganz kurz ein Resümee. Wir haben wie viele Blogs jetzt gesehen mit dir? Ich glaube 18 Stück. 18 also. Stück, das waren fast 3 Wochen. Zwischendrin haben wir mal für Rüdigers Teich unterbrochen, weil Rüdiger hatte am 2. Juni Geburtstag. Nachträglich nochmal alles Gute. Alles Gute. Das haben wir ihm versprochen, dass wir da einen Zwischeneinblender machen. Rückblickend, wie war die Reise? Wie war dein Eindruck? Was hat dich am meisten beeindruckt von allem, was du gesehen hast? Also am meisten beeindruckt die Größe. Also wenn man wirklich mal die Riesen-Karashis sieht oder auch die Gesamtqualität an Riesen-Koi, ist schon einzigartig. Und über die gesamte Reise betrachtet, ist, glaube ich, war ein Riesenaufwand davor, um erstmal hinzukommen und dann mit dem Abenteuerflug verpassen und allem war, glaube ich, für erstes Mal Japan ein bisschen viel. Aber im Nachhinein, man kann drüber lachen und man kann erzählen und im Endeffekt war alles gut und ich habe mich sehr gefreut. Waren zwar nur 6 Tage, glaube ich, oder 7 Tage, wo ich jetzt dort war, aber ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Also, was Tim nicht weiß, ich habe das natürlich vorher mit Makoto besprochen gehabt, dass wir ihn die erste Reise ganz alleine da rüber schicken, um einfach mal seine Stressverarbeitung zu testen. Ich weiß noch, wie ich vor, 1997, 98 für Kölnitz so damals das erste Mal nach Japan bin. Das war schon nervenaufreibend, das war richtig, richtig nervenaufreibend. Ja. Fremdes Land und du hast gesagt, an den Bahnhöfen wird gar nichts mehr Englisch gerade angezeigt? Doch schon, wir hatten ja dann telefoniert, also nachdem ich dann den Flug verpasst hatte oder als endgültig feststand, habe ich mit dir telefoniert. Ja, du hattest gesagt, ich soll den Shinkansen dann nehmen nach Hiroshima. Ja, es ist begrenzt auf Englisch zu lesen, aber wenn man natürlich trotz allem die Vielzahl an japanischen Schriftzeichen sieht, man ist einfach ein bisschen... Also Japan ist das Land der Reizüberflutung. An jeder Stelle huppt es, piepst es, jedes Auto, nicht jedes Auto, aber jeder Truck, der rückwärts fährt, macht piep, 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 piep. Und es hört nicht auf von morgens bis abends. Also wer unter Misophonie leidet, also wer empfindlich auf Geräusche reagiert, der sollte Japan als Urlaubsziel tunlichst meiden. Das stimmt. Und du bist rübergekommen und dann war dein Anschlussflug von Tokio nach Hiroshima, hast du erstmal verpasst? Genau, aufgrund von der Einreise, von dem ganzen Covid-Thema war das ein bisschen schwierig. Und ja, dann habe ich ihn verpasst und dann stand ich mit dem Polizisten, ich habe mit ihm auf Japanisch gesprochen. Auf Japan gesprochen. Auf Japanisch gesprochen. Wir konnten uns auch ganz gut austauschen, aber er hat mir die Zugverbindung nach Hiroshima gezeigt und ich dachte mir nur, okay. Also es gibt eine Möglichkeit, wir finden einen anderen Weg oder ich glaube, ich muss umdrehen, weil so komme ich nie an. Und ja, es hat schlussendlich geklappt, aber es ist Wahnsinn. Und am nächsten Morgen hast du deinen Anschlussflug genommen nach Hiroshima. Direkt. Und dann ging es von Minute 1 richtig los und bis zum Ende. Also, ja. Das kenne ich zu gut und ich freue mich auch schon nicht darauf, wenn ich in Japan ankomme. Das Programm startet immer quasi mit der Ankunft und ich liege dann immer so halb betäubt in Makotos Auto und dann hält man irgendwo an und macht irgendwas. Und ich brauche immer so 2-3 Tage, bis ich zu mir komme. Bei dir wird es wahrscheinlich so gewesen sein, du warst voll Adrenalin. Ja. Und also ich habe direkt nach dem Flug, Hotel, Sachen weggeschmissen und bin direkt auf die Farm gegangen. Dann hat Makoto mich begrüßt und dann habe ich eigentlich keine 3 Minuten später die Kamera aufgebaut gehabt und habe direkt losgelegt. War sofort gut, man konnte nicht viel nachdenken, aber es ist schon brutal, was da nacheinander alles passiert. Und das ist der berühmte Sprung ins kalte Wasser und ich kann dir nur gratulieren. Du hast die Blogs absolut spitzenmäßig gemacht. Man hat gesehen, dass du völlig überwältigt warst. Wir haben sehr viele Reaktionen von Kunden bekommen, die gesagt haben, wow. Und auch Leute, die gesagt haben, hätten wir nicht gedacht, nicht weil sie es dir nicht zutrauen, sondern weil sie natürlich wissen, was da dahinter steckt. Und man muss ja nicht nur die Kamera aufbauen und einschalten, sondern man muss auch was darüber erzählen. Das war gerade der Ruhemodus. Nee. Man muss ja auch wissen, was man erzählt. Du hast natürlich von Akimoto Makoto, du hast natürlich auch die Informationen aus erster Hand bekommen und wirklich richtig, richtig toll gemacht. Danke. Nee, war wirklich toll. Ich habe viele Eindrücke bekommen und auch von Makoto in den Gesprächen war einfach genial. Und ich hoffe, ich konnte da einiges auch über die Blogs dann rüberbringen, einfach mal an anderen Eindrücken, die vielleicht so, weil du in Japan in die Jahreszeit vielleicht gar nicht so lang warst oder da dabei warst, da einfach auch einiges mitnehmen. Und kannst du dir jetzt vorstellen, auch 2 Monate im Herbst rüber zu gehen? Absolut. Ja? Ich gar kein Problem. Ich freue mich schon. Echt geil. Und das sieht man wirklich, das Strahlen in den Augen. Wie bist du mit dem Essen klargekommen? Sehr gut. Was hast du alles gegessen? Ich habe alles gegessen, was Makoto gesagt hat, ich soll mal probieren oder ich könnte es mir vorstellen. Und das Einzige, was mir nicht geschmeckt hat, war Seeigel. Das fand ich ein bisschen speziell. Da kann ich nicht mal sagen, wie es schmeckt, weil man isst ja nicht den Seeigel, sondern man isst den Rogen. Den Rogen davon, genau. Ja, die Eier.
Und ich lehne alles, was Eier sind, lehne ich grundsätzlich aus ethisch-moralischen Gründen oder besser gesagt aus Ekel ab. Aber dieses Uni, wie es heißt, das ist so begehrt, da gibt es die teuersten Gerichte mit. Ja. Aber ich das war sehr speziell. Ich habe einfach gesagt, ich bin offen, ich probiere mal alles durch, dann kann ich mir einen Eindruck danach machen. Und ja, das war eigentlich das Einzige, was nicht so gepasst hat, aber sonst war wirklich alles. Was hast du sonst für einen Eindruck von Japan insgesamt gehabt? Also ich hatte schon so eine gewisse Vorstellung, wie es sein wird, und es hat sich eigentlich auch bestätigt. Also ein sehr, sehr friedliches Land, die Leute sind völlig beschäftigt, gerade das, was du auch gesagt hast, mit den Eindrücken, wenn man wirklich dort ist. Also es piept an allen Stellen, was ich ganz komisch fand. Als der Krankenwagen und Polizei, die haben so eine ganz komische Sirene. Die hatten mich am Anfang ganz... Die geht einem durch Mark und Knochen. Genau, das war irgendwie so, okay, was ist das jetzt? Und sonst wirklich sehr, sehr nette Leute und kulturell hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Was da dazu kommt, ist, dass zumindest wenn man im Shop ist bei Konishi, da ist direkt nebenan die Feuerwache von Misasa. Und wenn die ausrücken, da ist erstmal, da erstarrt man wirklich. Also das geht durch Mark und Knochen, die ganze Geschichte. Tim, toll gemacht. Dann werden wir gucken, dass wir, so Corona will, genau, dass wir im Herbst drüben sind. Müssen wir jetzt dann auch mal planen. Ja. Und für touristische Zwecke ist Japan immer noch nicht geöffnet, aber für Geschäftsreisende ist es, glaube ich, immer einfacher. Also, nochmal ein großes Dankeschön. Toller Job. Machen Sie es gut. Ciao.